Ja, liebe Freunde, ich bin hier auf dem Parkplatz und zwar vom Baumarkt, vom dänischen Bettenlager, also jetzt ist das Jysk, und vom McDonald's aus folgendem Grund: Ich habe endlich mein Carflex bekommen. Die restliche Dämmung für den Campervan ist endlich da, nach einem Monat. Und ja, was soll ich sagen? Also ich fahre gerne aufs Feld, aber ich fahre auch gerne hierher, weil wenn ich noch irgendwas brauchen sollte vom Baumarkt, muss ich nicht großartig rumfahren. Ich habe es gleich hier. Ne? Und wenn ich Hunger habe, ist da der McDonald's oder ich gehe hier an den Kühlschrank. Je nachdem, was drin ist. Ja, ne? Also das hat jetzt ungefähr einen Monat gedauert. Da gab es Probleme mit einem Paketzusteller. Den Namen will ich jetzt nicht nennen. Eine Katastrophe. Im Endeffekt war das Paket weg, aber die haben uns 3, 4 Mal angelogen am Telefon und ach, Namensänderung und dies und das. Ja, aber die lieben, netten, freundlichen Leute von der Firma, wo ich das beziehe, die haben da angerufen und haben gesagt, das Paket gibt es nicht mehr. Ne? Ja, also was ist zu tun? Die Decke haben wir noch und dazu mache ich die Decke erstmal frei. Hier drin von allen Geschnürsel, was wir auf unserer Reise gebraucht haben. Ne, wem es interessiert, wir waren jetzt bis Anfang dieser Woche in Russland. Ne, also sind mit einem Auto nach Russland gefahren, da wir Familie dort haben und die auch mal besuchen müssen. Ja, und wer sich so ein Video angucken will, schaut in die Playlist, gibt es eine extra Playlist. Vielleicht ganz interessant. Ja, also die Decke mache ich frei, reinige die dann mit Bremsenreiniger und dann können wir auch schon loslegen und die Decke endlich stemmen. Ne? Ich bin so froh darüber, weil, oh, also jetzt war es noch nicht so kalt. Na gut, in Russland minus 5 Maximum, aber Regen ist eine Katastrophe, wenn die Decke nicht gedämmt ist. Ne? Das klingt wie als in einer Blechbüchse schlafen. Das ist nicht schön. Na gut, dann legen wir mal los. Freunde, was ist zu tun? Ja, ich mache erstmal noch die Gardinenstange ab, damit wir Platz haben. Den Rauchmelder, die ganzen Spanngummis. Hier hinten habe ich ja die Gardinenstange auch noch gar nicht dran. Also ist das nur ein Spanngummi für die Jalousien. Nee, nicht Jalousien, Gardinen. Mamma mia. Was erzähl ich denn für Mist? Ja, ach, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Hier, das sind unsere Hängeschränke. Und zwar sind die von IKEA. Ich glaube, die waren unter 10 Euro. Also übelst praktisch mit Reißverschluss. Die habe ich jetzt erstmal nur mit Schrauben an die Wand gemacht. Die kommen jetzt auch ab. Und die sind hier hinten verstärkt. Die Rückwand ist verstärkt. Und die Seiten, also alles hier, das ist alles verstärkt. Ne? Vielleicht mache ich da noch ein Holzgestell in rein, damit das noch stabiler wird später. Aber also finden wir klasse, ne? Weil es erstens leicht, einfach und sieht dann richtig gut aus. Ne? Hat jeder seinen Schrank, die Anna ein, ich ein, Tommy hat seinen hier unterm Bett, der braucht ja etwas mehr. Ja, also die mache ich noch ab und irgendwann werden ja die Wände, wenn wir endlich Filz haben, gefilzt, damit das gut aussieht und wärmer wird. Ja, ne? Da mache ich mich mal ans Werk und dann sehen wir uns gleich wieder.
Freunde, hier seht ihr unsere Hängeschränke. Die sind wirklich übelst leicht. Hier hinten könnt ihr die verstärken. Da könnte man theoretisch auch Holz reinschieben. Und genauso ist es bei den Seiten. Aber das werde ich sehen, wenn das hier fertig dran ist. Also wunderbar mit Reißverschluss. Und wer es kaufen möchte, Scoop ist der Name. Ne? Ich mache mal Werbung für IKEA. Aber nicht, weil ich von IKEA was bekomme, sondern weil ich es geil finde. Günstig und wer eine leichte Alternative für einen Hängeschrank im Camper braucht, Leute, bombastisch. Ja, also ich habe jetzt alles von der Decke entfernt, was da weg muss. Habe die Decke schon mit Bremsenreiniger abgerieben. Ne, da entfernt ihr Fettreste und somit hält die selbstklebende Carflex-Folie natürlich doppelt so gut. Und das wollen wir ja. Ich habe jetzt für die Decke 19 mm genommen. Und hier seht ihr die Rolle. Wunderbar, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Wir haben den ganzen Van schon damit gedämmt. Also Top-Ware. Ich habe das nur das letzte Mal mit einem Cuttermesser geschnitten und das war überhaupt nicht angenehm. Laufend war das verklebt und man braucht eine feste Unterlage. Ich will das heute mal mit einer Schere probieren. Ich habe mir jetzt überlegt, ich wollte eigentlich zwischen diesen Holmen wollte ich eigentlich das Carflex verlegen. Aber erstens ist das eine übelste Schnippelarbeit. Zweitens habe ich sowieso Höhe 1. Also ich kann so und so nicht drin stehen. Und Anna hat noch Platz zur Decke. Ich werde das jetzt nicht zuschneiden von der Breite, weil mir ist einfach wichtiger, dass die Dämmung gut ist. Und deswegen möchte ich die Holme auch ordentlich dämmen. Und das wird eine absolute Friemelei, wenn ich das zurechtsäge oder schneide und dann hier in die kleinen Öffnungen, seht ihr das, Dämmung reinschiebe. Ne, auf gar keinen Fall. Ne, ich klebe das von hier nach hier, hier hinten mache ich Streifen rein und somit brauche ich eigentlich nur die Länge jeweils und die mache ich aber, ja, die mache ich von hier nach da. Und das messe ich mir aus und dann schauen wir mal, ob wir das Carflex auch mit einer Schere geschnitten kriegen. Also ich denke mal schon. Dann nehme ich hier diese Kante, weil da hinten wölbt sich das nämlich. Und das sind genau 1,45 Meter. 1,45 Meter. Das sollte ich vielleicht draußen machen, da hat man mehr Platz. Das Gute ist, ihr habt hier Linien drauf. Und von daher ist das relativ einfach. Es ist natürlich wenig Platz, aber draußen ist halt alles etwas feucht. Das möchte ich jetzt auch nicht. Ich nehme schon mal eine kleine Schere, um das zu markieren. Das wäre diese Linie hier. Dann schauen wir mal. Das geht doch mega. Was machen die alle mit dem Cuttermesser? Leute, ich zeige euch das mal im Detail. Wenn ihr wüsstet, wie eklig das mit dem Cuttermesser ist. Oh, und guckt mal, mit dieser Minischere. Kriege ich das jetzt aufs Bild? Ja. Zack. Durch. Und ihr könnt euch schön an die Linien halten. Schaut, ihr habt ja Linien drauf. Ey, genial.
Also jetzt wirklich in 20 Sekunden mit der kleinen Schere, ne? Mit der kleinen. Ast rein durchgeschnitten. Hier klebt nichts. Hier habe ich keine Reste an der Schere wie beim Cuttermesser. Genial. Ich gucke jetzt mal, ob das passt. Das ist natürlich schlecht jetzt. Aber es passt. Und das nehme ich jetzt als Anhalt und schneide mir die zweite zu. Dann brauche ich das nicht immer abmessen. Ach, erstmal schneiden. Übereinander legen. Ich muss ja jetzt nicht schneiden. Ich kann es ja einfach nur markieren. Zack. Passt. Ja, ist schon adlig, ne? In so einem engen Fahrzeug. Also draußen ist das wirklich besser, aber entweder habt ihr eine Garage oder draußen ist es trocken. Es geht. Es geht alles. So, markiert. Und jetzt klebe ich die erste Lage schon mal an die Decke. Und dazu löse ich hier die Klebefolie. Manchmal ist das richtig addlig, das den Anfang zu finden, aber ich habe eine schon. Aber noch bekloppter ist es, wenn es reißt, das Zeug klebt wie Hölle. Und es geht schon wieder los. Ja, ihr müsst das wirklich vorsichtig machen und mit Geduld, dass ihr auch wirklich die Folie im einen Stück abziehen könnt. So, jetzt muss ich mal ein bisschen klettern. Das muss hier auch genau werden. Ja, schauen wir mal. Das sieht gut aus hinten. Und hier vorne. Ja, Decke ist nicht so einfach. Aber da es ein Flex ist, ist es natürlich flexibel und das macht uns das alles etwas einfacher. Ich klebe das jetzt mal hier schon mal hoch. Gucken, ob das gerade ist. Und geht's bis hinter. Alles easy. Und jetzt kann ich die Folie abziehen. Seht ihr, wie easy, wenn man einmal den Anfang hat, ist das alles gut. Jetzt muss ich nur hier hinten aufpassen. Hier ist diese Lampe, die schon vom Werk aus verbaut ist. Da muss ich das dahinter drücken. Aber auch gar kein Problem. Und jetzt können wir die Folie abziehen und verkleben. Schön über diese Holme drüber. Und seht ihr, wie sich das anpasst hier. So, das drücken wir dann noch richtig fest. Und hier ist nichts mehr mit. Genial. Und mein Fazit oder meine Erfahrung sagt, dieses Alu, naja, ihr wisst schon, die Alufolien, die ihr da draufklebt von innen, damit man keine metallischen Geräusche mehr hat. Schwachsinn. Ich habe das ausprobiert mit Folie und Amaflex oder Carflex und ohne diese Alufolie. Klangerlebnis ist das gleiche. Ne? Also es könnt ihr euch sparen, das Geld. Klebt einfach eure Dämmung drauf und fertig. Damit ich das besser hinten randrücken kann, gehe ich mal ums Auto rum und komme dann hier besser an diese Stelle hier ran und kann das richtig schön fest andrücken.
Das sieht auch gut aus. Ne, macht das richtig schön fest. Ich nehme jetzt mal hier die Faust dazu. Aber ihr müsst vorsichtig sein, ist es der Fingernagel, habt ihr gleich so einen Riss hier drin. Ne? Unschön. Aber gut, ich mache auch dann über die Decke, wenn ich die Decke verkleide, keine Lattung drüber. Ich verschraube das mit Metallschrauben dann in den Holmen hier. Gut. Dann kommt das nächste Stück. Habe ich schon mit der Schere abgeschnitten. Jetzt legen wir das hier ordentlich hin. Jetzt suchen wieder, wir suchen wieder diesen. Ja, so, und jetzt mache ich ganz lang. Oh. Und jetzt versuche ich das hier schön gerade hier oben anzubringen. Ich möchte ja natürlich auch hier ranstoßen, damit keine Lücke entsteht. Aber es sieht gut aus. Und bei unserem L1 müssen wir hier hinten, also zwei Breiten haben wir jetzt. Und dann müssen wir hier hinten noch reinstückeln. Mehr ist es nicht. Gut, jetzt haben wir hier die Klebefolie. Gehe ich hier schön ran an diesen Stoß. Habe ich. Es wird der Rest abgezogen. Da bin ich wieder. Ich achte hier auf meinen Stoß. Keine Lücke lassen. Und schon haben wir das Gröbste erledigt. Genial. Wieder schön festdrücken. Nehmt die Faust, nicht die Fingernägel. Und dann passt das. Machen wir den Klopftest von außen. Das wird cool. Das wird richtig cool. Ich höre das jetzt schon. Ganz toll. Finde ich mega. Naja, also den Rest muss ich ausmessen. Und hier reinstückeln. Ich sehe gerade, ich bin hier ein bisschen schräg gekommen, aber das ist ja Wurst. Das verschwindet dann alles unter der Decke. Da schneide ich hier vorne halt noch ein Stück rein. Also, die Lücken, es gibt dann auch so ein Klebeband, das habe ich aber jetzt nicht da, das mache ich dann zum Schluss. Die Lücken und die Übergänge könnt ihr dann mit so einem Klebeband. Das gibt es von Carflex, das gibt es von Amaflex und es gibt es im Baumarkt. So Dämmklebeband könnt ihr drüber kleben
Und hier vorne, das schneide ich mir dann noch zurecht. Und jetzt kommen erstmal die Seiten hier. Da müssen wir ausmessen. Und dann, naja, das ist ein bisschen attlich mit diesen Klebestreifen, dass das nicht sofort klebt. Irgendwie, naja, es geht. Ne? Da müssen wir halt auch noch dämmen und das messen wir aus, schneiden und streifen und das kommt dann da rein. Das geht auf jeden Fall richtig tief hier runter. Und ich habe mal gemessen, der Streifen muss 25 cm bei mir breit sein. Und bevor ich die Klebestreifen scharf mache, probiere ich das halt aus, ne? Dass das alles passt und dann wird das hinten reingeklebt. Dann schauen wir mal, 25 cm haben wir gesagt, ob das passt. 25, das ist dieser Strich. Und jetzt kommt meine kleine Schere wieder zum Einsatz. Zack. Und jetzt schaut mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also total easy. Ich schneide das jetzt erstmal komplett der Länge nach. Ich muss das dann noch hier oben anpassen an der Decke. Aber wir gucken erstmal, ob die Breite überhaupt passt, ob das da reingeht. Also entspannt, Freunde. Also wirklich cool. Und jetzt schaue ich mal, ob das reinpasst. Ja, wie angegossen. Perfekt. Wie weit hinter kann man? Also ungefähr bis hier. Dann muss es oben drüber und dann geht es wieder unten drunter. Na, dann rein damit. Das ist ein ganz schönes Gefrieme jetzt, weil es halt auch klebt. Aber naja, müssen wir halt durch. Mache eine andere Variante. Das ist ja hinten so und so eingeklemmt. Und jetzt haben wir nämlich schon das erste Problem. Hier vorne der Träger, hier oben, der ist flacher. Und deswegen klebe ich jetzt die Seite nicht, sondern ich schiebe es einfach hinter. Versuche es zumindest. Und das ist gar nicht so einfach. Aber zum Glück ist ja das Zeug, wie der Name sagt, flexibel. Von daher kriegt man das ganz gut geschoben. Muss halt richtig hinter an die Ecke. So. Und hier müssten wir es theoretisch hinkriegen. Und ab hier klebe ich, also schneide ich hier die Folie ab, zack. Und schon geht das Geklebe los. Jetzt muss man halt ein bisschen drücken und würschen. Hinten rein. Hier drüber. Klebe bis hier. Jetzt schneide ich das mit meiner Schere easy und einfach hier ab. Dann lässt sich das besser schieben. Also Ecken ist wirklich aufregend. Aber es geht. Es geht alles. Und jetzt packe ich das hier rein. Ist vielleicht doch besser, den Klebestreifen bei den Ecken. Es hält sowieso in den Ecken. Es wird ja überall drunter geführt.
dass man das da ohne Klebestreifen lässt. Und das mache ich jetzt hier an der Stelle, weil sonst kriege ich das echt nicht hier runtergeschoben. Keine Chance. Na, das sieht jetzt auch ein bisschen eklig aus. Da schneide ich dann noch mit dem Cuttermesser. Gefällt mir so nicht. Jetzt habe ich das Stück hier vorne zugeschnitten. Also das letzte bis zum Führerhaus. Und dann starten wir doch wie gehabt. Anfang finden. Ah, seht ihr es? Das ist immer am Anfang bei mir das Problem. Ja, schon wieder. Sobald das etwas verkantet. Aber naja. Wenn ihr den Anfang dann habt, lässt sich das alles easy zusammen abziehen. Und jetzt legen wir los. Ich gehe hier an den Stoß. Passt das auch? Hervorragend. So. Jetzt können wir die Folie abziehen. Ich mache das erstmal bis zur Hälfte. Wie gesagt, jetzt geht's easy. Und ich achte drauf, dass ich hier am Stoß bin. Und das funktioniert wunderbar. Und jetzt kann ich alles abziehen. Ja. Oder auch nicht. Jetzt ging nicht alles ab. Hier unten ist noch ein Stück. Und in der Mitte war auch hier noch. Ja. Aber jetzt haben. Nee, Mama mia. Da ist es. So. Jetzt achte ich hier auf meinen Stoß. Wie gehabt. Keine Lücke, dass auch keine Luftbrücken entstehen. Und renn damit. Ich bin zufrieden. Das ist schon mal das Gröbste. Die Decke ist gedämmt. Genial, oder? Hier ist noch Metall. Und hier, das war dann nur noch ein Wummern. Regentropfen. Ihr könnt kommen. So, jetzt mache ich die Seiten noch hier ringsrum. Aber ich schneide die Folie nicht mehr. Ne, ich schneide sie schon. Aber ich mache halt die Klebestreifen nicht. Ne, dass wir das bequem reinschieben können. Und wenn ich das fertig habe, zeige ich euch das Endergebnis. So, ist es? Ja, jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Also, ne, der Klebestreifen ist noch drauf, klebt nicht, aber es hält ja trotzdem hier oben drin. Und jetzt könnte ich hier theoretisch Klebestreifen, Mensch, hab doch gar nicht eine Kamera gehabt. Ne? Jetzt würde ich hier an den Ecken Klebestreifen abmachen und dann hält das oben an der Decke. Aber ohne, also wenn ihr das jetzt mit Klebeseite nach oben versucht, dort reinzuschieben, das ist ganz, ganz adlig. Ne? Also ich ziehe das jetzt so ab und das funktioniert dann wunderbar. Da spart ihr euch die ganze Quetscherei mit Klebestreifen. Ja, ich bin durch. Ne? Ich habe auch alles schön in die Ritzen hinten reingestopft. Jetzt kommt hier über die Stöße noch das gesagte Klebeband drüber. Ne? Das gibt es auch im Baumarkt. Und ja, dann wäre bei mir das nächste die Elektrik. Ne? Also die Leerrohre habe ich ja schon in der Wand. Und jetzt muss ich bloß gucken, wo die Lampen dann hinkommen. Dann kommt die Elektrik und dann mache ich die Decke oben drüber. Ne? Wie lange habe ich jetzt gebraucht für die Decke?
Na, circa eine Stunde. Ne? Also, ihr könnt euch jederzeit Fehler erlauben, dann schnippelt ihr da irgendwas mit rein. Achtet darauf, dass das alles gut dicht ist, ne? Dass keine Lücken sind. Und dann kommt ja eh die Decke drüber. Ne? Also ich bin zufrieden und ja, wenn ihr mehr Hintergrundinfos haben möchtet, mehr erfahren wollt, mehr Bilder und Videos sehen wollt, guckt mal in unsere Links, da kommt ihr auf unseren Blog. Dann seht ihr auch die neuesten Videos immer als erster. Ja. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Ich hoffe, Tommy freut sich, aber den stört das so und so nicht, wenn das nachts laut ist beim Regnen. Wir warten mal ab. Es geht voran und das ist schon mal schön. Also macht's gut, Freunde. Euer Dennis.